So, da sind wir wieder bei Let's Play Mass Effect 3 und ja, die Pause war etwas länger seit der ersten Aufnahmesession, die ich gemacht habe, um genau zu sein, 2 Monate und 7 Tage. Das heißt, mal gucken, wie das jetzt läuft, wenn ich hier wieder ins Spiel starte, ob ich wieder halbwegs vernünftig zurechtkomme. Wir haben uns vorgenommen, jetzt endlich mal die Galaxie zu bereisen, denn das konnten wir ja bisher noch nicht tun. Die ersten 7 Folgen, die waren erstmal zum Reinkommen, wie das eben immer so ist. Und ich hatte mir vorgenommen, zuerst das proteanische Artefakt zu beschaffen, wenn ich mich recht entsinne. Genau das wollen wir jetzt tun. Also rein ins Reaper-verseuchte Gebiet. Und dann gucken wir mal, was wir da so anstellen können. Suche und Rettung. Die Normandy ist mit einem neuen und verbesserten Scan-Impuls ausgerüstet, der interessante Objekte aufspüren kann. Setzen Sie ihn ein, um Kriegsaktivposten, Artefakte, Informationen und Treibstoff zu finden, während Sie durch ein System fliegen. Beachten Sie aber, dass bei jedem Einsatz des Impulses die Chance steigt, dass Reaper in das System einfliegen, um die Lage zu sondieren. Wenn ein Reaper in ein System einfliegt, in dem Sie sich befinden, sollten Sie fliehen und mit der Rückkehr warten, bis Sie eine Mission abgeschlossen haben. Das ist das neue System, mit dem wir hier klarkommen müssen in unserem dritten Teil der Mass Effect Reihe. Man hat es halt in jedem Teil ein bisschen geändert. Diesmal ist das Scannen etwas anders gestaltet und wir sehen, es geht nach Eden Prime. Eden Prime kennen wir ja schon, aber ich scanne erstmal ganz kurz hier, ob wir vielleicht noch irgendwas anderes finden können. Ich habe keine Ahnung, ehrlich gesagt. Ich mach's einfach mal. Bisher ich habe etwas gefunden. Ah, Mensch, Idi, was hast du für eine seltsame Stimme? Hast du nicht mal eine angenehmere? Ich habe das Gefühl, dass wir momentan noch gar keine Gefahr hier großartig von irgendwelchen Reapern haben. Also können wir ja fröhlich rumscannen, wie wir wollen. Schauen wir erstmal, was es hier auf Zeon gibt. Zeon ist ein bla Wasserstoff-Helium-Gigant. Ja, ja. Schön. Scanner starten. So, dann schauen wir uns das Ganze mal an. Was haben wir denn da? Na? Proteanische Datendateien. Das ist irgendwie doppelt gemoppelt. Na gut. Wunderschön. Wir haben was gefunden. Ich kann euch gerade überhaupt nicht sagen, inwiefern uns die proteanischen Datendateien jetzt was bringen mögen. Aber wir machen uns jetzt erstmal auf nach Eden Prime, würde ich vorschlagen. Und schauen mal, was es mit dem proteanischen Artefakt auf sich hat. Eden Prime bereits bekannt. Ist es sogar hier? Ja, genau. 2183 wurde Eden Prime von einer Geth-Streitmacht unter dem Befehl des abtrünnigen Spectres Saren Artarius angegriffen, oder Saren. Dieser Planet ist uns also bekannt und mal schauen, wie es dort jetzt aussieht. So, unser Team ist natürlich momentan noch nicht allzu groß. Was können wir denn... Ich würde sagen, wir nehmen mal die aus, die Rüstung, oder? Die ist so, naja, so labormäßig. Die ist... kriegsschlampenmäßig mit riesigen Bubi-Aushöhlungen dran. Ah, ich glaube, wir nehmen die. Ist vielleicht am besten. Warum kann ich Liara eigentlich nicht auswählen hier? Ich weiß es nicht. So, bei... Wie sieht das denn aus? Der sieht ja aus wie so ein aufgepumpter Robin. Dann nehmen wir auch mal die. Okay, komm. James, Gruppenauswahl bestätigen. Wir können bloß einen mitnehmen. Das ist ja interessant. Na gut. Ich bin gespannt. So, genau. Jetzt muss ich mich erstmal wieder erinnern, wie das war in diesem Spielchen. Die Maschinenpistole ist meine Waffe und je schwerer wir sind, desto länger ist die Aufladezeit. Ne? War das nicht so? Das Sturmgewehr, warum habe ich das eigentlich mit dabei, wenn das... Ich glaube, das hat nicht so viel ausgemacht, ne? Weil das relativ leicht war. Schauen wir mal kurz. 173. Naja. Ich behalte sie mal mit drin, damit wir mal noch eine andere Schusswaffe haben. Wahrscheinlich war das mein Gedanke dabei. Nehme ich mal so an. So, aber bei den Waffenmods haben wir momentan auch noch nichts weiter, ne? Ne. Okay. Dann kann's losgehen. Ich nehme mal an, bei den anderen... Ah, das wird schon passen. Das wird schon passen. Lass einfach mal losmachen. Ab geht's. Oh, wir haben neue Punkte zu vergeben. Worauf gehen wir? Was war denn die Angriffsmeisterschaft? Ein gewiefter Taktiker auf dem Schlachtfeld, schnellere und stärkere Kräfte. Das klingt eigentlich ganz gut. Oder Waffenschaden. Die Fitness, das ist der Nahkampfschaden und die Gesundheit und Schilde. Oh, okay. Gut, dann würde ich sagen, gehen wir erstmal hier auf die Fitness, dass wir die voll machen.
Nahkampfsynergie, Nahkampfschadenbonus um 25%, Aufladetempo, biotischer Sturmangriff um 200%. Gesundheits- und Barrierenbonus? Ne, dann nehmen wir das hier, würde ich sagen. Das klingt schon ganz gut. So, und dann haben wir noch 3 Punkte. Da würde ich sagen, gehen wir nochmal kurz auf die 2. Stufe der Angriffsmeisterschaft. Also siehst du mal, hier gibt es auch Rufbonus. Das ist vielleicht gar nicht so schlecht. So. Okay, den einen Punkt, den spare ich mir jetzt gerade mal. Bei Liara gehen wir... Wir sparen erstmal auch bei Liara und bei... Dir, mein Freund, gehen wir auf den Waffenmeister vielleicht? Ja, komm, lass den Waffenmeister. Ja, passt schon. So. Dann kann es jetzt aber losgehen. Eden Prime. Hier hat alles begonnen. Hier hat der Proteaner-Sender Ihnen die Vision gegeben, die uns vor den Reapern gewarnt hat. Sind Sie hier nicht zum ersten Mal gegen Saren und die Geth angetreten? Ja, und jetzt ist Cerberus hier und die Kolonisten von Eden Prime werden wieder angegriffen. Scheint länger her zu sein als nur 3 Jahre. Wie schlimm. Viele tote Zivilisten und ich habe Jenkins durch eine Geth-Drohne verloren. Es hieß, Saren hätte Bomben gelegt, um die ganze Kolonie auszulöschen. Tja, für ihn ist es ein ganzes Leben, das dazwischen liegt, ne? Auch wenn es bloß 3 Jahre waren. Nicht in meiner Schicht. Verdammt richtig, Loco. Cerberus hat Eden Prime schwer getroffen. Das Ganze war ihnen eine Großoffensive wert. Es gibt woanders noch Überlebende, aber alle Kolonisten in der Nähe der Ausgrabungsstätte wurden getötet. Das verdienen sie nicht. Ich weiß. Die Allianz hat versucht, Kolonisten zu evakuieren. Aber Cerberus kam so überraschend. Wenn wir Überlebende finden, tun wir, was wir können. Was ist mit dem Artefakt? Gehört es zum Proteanergerät vom Mars? Die Allianz hatte keine Details darüber, was Cerberus genau gefunden hat. Aber was es auch ist, bei uns ist es besser aufgehoben als bei Cerberus. Gute Devise. Ich bringe sie so nah wie möglich an die Ausgrabungsstätte ran. Wir werden mit Sicherheit entdeckt, aber ein paar Minuten haben sie. Gut, danke. Gehört zum Service, Commander. Also gut, alle zusammen. Bereit machen. Wir müssen zur Ausgrabungsstätte, bevor Cerberus weiß, dass wir hier sind. Bin schon mal eine gute Einstellung. Bei uns ist es besser aufgehoben als bei Cerberus. So. Keine Anzeichen von Überlebenden. Los, wir müssen die Ausgrabungsstätte finden. Ja, bevor wir starten, muss ich aber erst nochmal ganz kurz schauen, wie meine Skills hier verteilt waren. Der Sturmangriff auf der 1, okay, und das Blutbad auf der 2. Wunderbar. Wie gesagt, es ist schon über 2 Monate her, dass ich gespielt habe, die erste Aufnahmesession. Ich hatte einfach damals bei Mass Effect 2... Das war früher eine wunderschöne Kolonie. Sie sind nach dem Geth-Angriff zurückgekommen. Sie werden auch diesmal zurückkommen. Ich bin auf Schiffen aufgewachsen. Wenn man eins verliert, kann man immer auf ein neues ziehen. Ich find, aber das... die Erinnerung bleibt trotzdem. Ja, ja. Ich finde, es sieht eigentlich immer noch ganz schön aus. Also zumindest von der Natur her. Nee, ich hatte einfach bei Mass Effect 2 so wahnsinnig viel am Stück aufgenommen, dass ich wahnsinnig weit vorausgespielt hatte und dann jetzt einfach mal warten musste, weil, ja, weil ich halt wirklich, wie gesagt, weit im Voraus war. Und selbst jetzt, wo ich aufnehme hier wieder, ist Mass Effect 2 immer noch nicht ganz durch. Aber, sehen Sie, naja. Proteaner-Tech, die aus dem Boden heraussteht wie ein alter Knochen. Hey Liara, haben Sie beim Graben schon mal einen Dinosaurier gefunden? Nein. Dinosaurier und andere Fossile sind Sache von Paläontologen. Ich bin Archäologin und studiere Artefakte intelligenter Spezies. Das sind 2 völlig verschiedene Bereiche und... Sie haben einen Witz gemacht. Hey, Witzmerkerin. Ich mag halt Dinosaurier. Aber stimmt schon, den Unterschied zwischen... Warum sind deine Füße im Boden versunken? Den Unterschied zwischen Paläontologie und Archäologie verstehen viele Leute nicht. Ein Archäologe ist halt mehr ein Kulturforscher sozusagen, ne? Während der Paläontologe eher am biologischen Teil der ganzen Sache interessiert ist. Verarbeitungsupdate. Wir haben weitere arbeitsfähige Männer und Frauen aus den befriedeten Gebieten geholt. Die meisten Kolonisten akzeptieren die Geschichte, dass sie harte, aber ungefährliche körperliche Arbeit in einem Cerberus-Forschungslager auf der anderen Seite des Planeten leisten müssen. Und seit wir als Lohn die Essensrationen erhöht haben, gibt es auch kaum noch Beschwerden.
Halten Sie diese Geschichte so lange wie möglich aufrecht. Wir haben zu wenig Leute, um die ganze Kolonie zu bekämpfen. Und wenn diese Familien wüssten, dass sie ihre Söhne und Töchter nie wiedersehen, würden sie mit Sicherheit nicht mehr kooperieren. Shepard, diese Cerberus-Daten könnten den Kolonisten helfen, die in anderen Teilen von Eden Prime noch am Leben sind. Wie? Ich kann diese Infos an den Widerstand von Eden Prime übermitteln. Vielleicht helfen sie ihnen, Cerberus zurückzuschlagen. Das klingt auch äußerst sympathisch. Okay, dann würde ich sagen, suchen wir auch mal nach den Informationen mit hier auf Eden Prime. Ist jetzt zwar nicht unsere Hauptaufgabe, aber es kann nicht schaden. Immer her damit. Haben wir sonst noch was hier? Nee, erstmal nicht, wie es aussieht. In Ordnung. Hier hinten ist bestimmt Sackgasse, oder? Ich kann mich nur noch ganz, ganz grob an diese Karte erinnern, muss ich zugeben. Von hier oben sind wir gekommen, ne? Kann das sein? Das, ja, kann sein. Gut, dann lass mal runtergehen. So, mal schauen. Ich nehme mal an, wir werden bestimmt auch bald auf die ersten Cerberus-Lakaien stoßen. Die werden wohl nicht lange auf sich warten lassen, nehme ich an. Wobei, noch wissen sie ja nicht, dass wir kommen, ne? Das ist ja momentan noch unser Vorteil. Da, so. Das ist der Aufzug runter zur Ausgrabungsstätte. Bevor wir runter zur Ausgrabungsstätte gehen, will ich aber noch mal ganz kurz schauen, ob wir hier nicht... Nee, geht's nicht nach links weiter, direkt durch irgendeinen Durchgang, ne? Na gut, dann los. Ich finde übrigens gut, dass wir ein bisschen mehr rennen können als im zweiten Teil. Jetzt leuchtet es mir auch ein, warum wir Liara nicht auswählen konnten, weil die immer mit dabei ist. Das kann doch nicht sein. Das ist kein proteanisches Artefakt. Sondern ein Proteaner. Oh ja. Sie meinen einen Kollektor? Die Dinger, in die die Reaper die Proteaner verwandelt haben? Oh nein. Nein, einen echten, unmodifizierten Proteaner, oh ja, der noch lebt. Sie haben recht. Das kann nicht sein. Das in den Archiven auf Ilos waren proteanische Stasekammern, die nur wegen Energiemangels nicht funktioniert haben. Cerberus hat das in einem unterirdischen Bunker gefunden, mit Energie. Er liegt seit 50.000 Jahren in Stase und wartet auf uns. Wir könnten so viel lernen. Was können Sie mir über Proteane erzählen? Das Volk, nicht die Technologie. Sie wissen durch den proteanischen Dechiffrierer vermutlich genauso viel über Sie wie ich. Das Proteanerreich umspannte die Galaxie. Sie haben viele Spezies unterstützt, damit sie sich der galaktischen Gemeinschaft anschließen konnten. Unterstützt, ja? So wie die Salarianer die Entwicklung der Kroganer beschleunigt haben? Ja, den Ausgrabungsstätten auf dem Mars oder hier auf Eden Prime zufolge wollten die Proteaner, dass andere Spezies dazulernen. Sie waren sehr an Wissen, Wachstum und Zusammenarbeit mit dem Rest der Galaxie interessiert. Naja, das, wir werden noch sehen, das stimmt nicht ganz so. Und Liara hat, glaube ich, noch ein sehr romantisiertes Bild von den Proteanern. Das wird sich noch ändern, glaube ich. Wer ein Reich hat, das die gesamte Galaxie umfasst, hat das nicht nur mit reiner Nächstenliebe geschafft. So sieht's leider aus. Natürlich muss auch ihr Militär beeindruckend gewesen sein. Aber was die Proteaner auch waren, ein lebendes Exemplar ist eine unfassbare Gelegenheit. Bei uns ist er jedenfalls besser aufgehoben als bei Cerberus. Öffnen Sie die Kapsel. Natürlich. Cerberus hat die Kapsel beim Ausgraben beschädigt. Die Lebenszeichen sind instabil. Holen wir ihn raus. Nein, das würde ihn töten. Wir brauchen das Befehlssignal, mit dem der Stase-Modus beendet wird. Außerdem müssen wir die Kapsel aufbekommen, ohne noch mehr Schaden anzurichten. Cerberus wollte in den Laboren in der Nähe die Funde von der Ausgrabungsstätte erforschen. Da sollten wir anfangen. Na gut. Dieses unfähige Pack. Und da sind sie auch schon, wenn man vom Teufel redet. Na schön. Dann wollen wir uns den Spaß mal gönnen hier und ein bisschen aufräumen. Oh, hallo. Das ist aber freundlich. Oh, das wollte ich gar nicht. So. Können wir denn... Warum kann ich eigentlich nicht mit meinem Sturmangriff losmachen? Ich weiß es nicht. Das ist irgendwie merkwürdig. Ah. Das war schön. Oh, da war gar keiner mehr. Ich liebe diesen Sturmangriff. Es ist so herrlich, also damit durch die Gegend zu wüten. Bevor noch mehr von denen kommen. Ja, die Nemesis-Typen, die habe ich ganz vergessen. Die werden ganz ungemütlich werden, das werden wir noch sehen. Die sind halt verdammt flinke Burschen und haben Scharfschützengewehre. Und die Scharfschützengewehre, die hauen ganz gut rein.
Deswegen bin ich ganz froh, dass ich auch den Sturmangriff habe, denn damit sind wir doch relativ agil. Damit können wir den auch gut ausweichen und große Entfernungen... Oh, das wollte ich gar nicht. Leichter überbrücken. So, ich wechsle mal auf die Maschinenpistole. Hier haben wir dann noch was. Ein paar Credits können nicht schaden. Wir haben ja immer noch, das dürfen wir nicht vergessen, die Aufgabe, Zusatzinformationen für die Leute von Eden Prime zu sammeln. Alles, was wir gegen Cerberus hier finden können. Wenn es gegen Cerberus geht, dann ist alles gut. Ich pinkel den sehr gern ans Bein. So, schauen wir mal hier rein. Oh. Für ihn kommt es leider zu spät. So, aber ich will erstmal... Können wir hier durch? Nein. Sieht nicht danach aus. Geh mal hier, Shepard. Häng dich mal nicht auf. What? Oh, hallo. So, mein Freund. Was? Ey, ja. Das war eine gute Idee. Das war eine verdammt gute Idee. Wir gehen aufs Geschütz los, indem wir draufstürmen. Schön. Okay. Ja, intergalaktischer Box-Champion, würde ich sagen, ne? Wow, warte mal. Ah, da oben. Oh. Da bringt es natürlich nichts, wenn ich mich verstecke. Der Proteaner. Cerberus studiert sie, um das Signal zur Deaktivierung der Stase zu finden. Gut, dann würde ich sagen, schauen wir erstmal hier rein. Haben wir denn hier noch irgendwelche Zusatzinformationen? Sieht gerade nicht danach aus. Mal kurz nachladen. So, war ich denn hier schon drin? Das ist das Problem. Ich kann mich noch daran erinnern. Ich bin hier immer wieder in dieselben Räume reingelaufen. Einfach nur, weil ich mich nicht gut orientieren konnte. Hier ist alles total verzweigt und verwinkelt und vernetzt und ach, was weiß ich nicht noch alles. So, aber da ich nichts weiter sehe gerade... Würde ich vorschlagen... Ach, doch hier. Da haben wir noch ein bisschen Ausrüstung wenigstens. Würde ich vorschlagen, wir gehen einfach mal hier rein. Und checken das mal aus. Nur zu gut bekannte Bilder. Auch den Proteanern ging es nicht besser als uns. Ich hätte nie gedacht, dass unser Reich fällt. Wird es nicht. Wir schlafen, bis die Reaper in den Orkusnebel zurückkehren. Dann erheben wir uns Millionen stark. Für das Reich. Für das Reich. Ab in ihre Stase-Kapsel. Victory, schicken Sie das Stase-Bereitschaftssignal an alle Lebenskapseln. Und die Flüchtlinge, die den Bunker noch nicht erreicht haben? Ihr Opfer wird vom nächsten Reich gewürdigt werden. Ich habe das Signal. Sie haben das verstanden? Sie nicht? Nein, ich habe nur Rauschen gesehen. Cerberus hat versucht, es zu verstehen, ohne Erfolg. Der proteanische Dechiffrierer, den Sie auf Pharos erhalten haben, dadurch sehen Sie die Bilder so wie ein Proteaner und verstehen Ihre Sprache. Wie auch immer, ich habe das Video gesehen und Ihr Signal. Perfekt. Dann müssen wir nur noch rausfinden, wie man die Kapsel öffnet. Das ist ein bisschen seltsam, denn eigentlich haben Liara und Shepard das Ganze ja geteilt, ne? Sie hat ja in seinen Geist gesehen und hat damit den Dechiffrierer eigentlich auch geteilt. Aber vielleicht ist es doch nicht dasselbe, wie wenn man dann selbst erlebt. Wobei, Shepard hat es ja eigentlich auch bloß durch die eine Asari bekommen, ne? Merkwürdig. So, wir checken erstmal kurz die Ecke. Okay, hier können wir gar nicht weitergehen. Dann checken wir die Ecke doch nicht aus. Und schauen uns mal hier drüben um. Oh, stört die Party? Sie wurden niedergeschossen, während sie sich bei ein paar Drinks das Spiel angeschaut haben. Verdammte Scheiße, hier hat jemand gewohnt.
Spread the World, Sanctuary. Was gab's denn hier? Hm, auf dem kriseligen Monitor sieht's aus, als ob es mal Football war. Das könnte so diese Querstange sein hier. Na gut, schauen wir mal weiter. Warum auch immer sich ausgerechnet Football in der Galaxie als das Beste verbreiten sollte. Na gut, ich meine, schließlich ist fast überall auf der Welt Fußball das meistgeliebte Spiel und nicht Football. Aber die Amis, ne, die Amis. Die Amis brauchen eh immer Sonderregelung, extra Würste. So, erstmal den Kampftechniker weg. Erstmal dieses scheiß Ding hier weghauen. Puh. Die Kampftechniker sind an sich nicht weiter schwierig. Das Problem mit denen ist, die stellen eben... Wo ist denn hier jemand? Ach da. Die stellen eben diese Geschütztürme auf. Und das ist das Blöde. Oh. Was? Oh, er ist schon tot. Na dann. Haben wir noch jemanden? Noch jemand, der zur Party eingeladen ist? Hallo? Irgendjemand? Ach, hallo. Sie auch hier. Nein, so ein Zufall. So, da komme ich doch... Ich wollte gerade sagen, da komme ich gleich mal hoch, aber doch nicht. Cerberus studiert sie, um einen Weg zu finden, die Kapsel zu öffnen. Kann es sein, dass ich ihn gerade in den Abgrund geschmissen habe? Ja, ich glaube schon. Ich glaube, ich habe ihn einfach runtergeschmissen. Auch gut. Finde ich gut. So, ich will aber erstmal ganz kurz hier drüben die Ecke anschauen. Denn ich nehme einfach mal... Waren wir hier schon mal? Nee. Denn ich nehme einfach mal an, dass es auf der anderen Seite weitergeht. So, da schauen wir gleich erstmal kurz nach hier. Die Ecken untersucht. Ah, Widerstandsinformationsupdate. Wir haben eine Nachricht von unserer Quelle in der Widerstandsbewegung von Eden Prime erhalten. Morgen Abend zwischen 2200 und 2300 wird es einen Angriff auf unser Sicherheitszentrum geben. Sie ziehen dazu Kräfte aus der ganzen Kolonie zusammen. Eine perfekte Gelegenheit für uns, die Führungsebene auszulöschen. Sobald der Angriff zurückgeschlagen ist, lassen Sie Dr. William Cambierta entkommen und feuern ein paar Schüsse knapp daneben, damit es realistisch aussieht. Er hat uns gute Informationen gegeben und mit etwas Glück sehen die Bewohner in ihm einen tollkühnen Helden, weil er als einziger der Cerberus-Falle entkommen ist. Vielleicht ernennen sie ihn sogar zum Anführer. Noch mehr Informationen, um den Kolonisten zu helfen. Je mehr wir finden, desto besser wird ihre Chance. So, so. Man wollte also alle Widerstandsführer auslöschen und dann einen als Ratte drin lassen. Das ist ja ganz großartig. Ja, ja, da drüben geht's weiter. Okay, dann schaue ich mal ganz kurz hier die Leiter hoch. Ja, Shepard. Dann schauen wir mal ganz kurz hier oben nach. Ob wir hier nicht vielleicht noch irgendwas finden. Ich nehme aber bald mal an, das werden jetzt so die wichtigsten Sachen gewesen sein. Was jetzt den Widerstand angeht. Ich glaube, hier kommen wir nicht hoch, oder? Schaffst du das? Nee, schaffst du nicht. Natürlich nicht. Normalerweise solltest du es. Ich meine, du bist ja fit. Du bist ein Krieger. Du kannst alles, aber nicht klettern. Nee, hier ist sonst auch nichts mehr. Vielleicht war ich hier auch schon mal. Wie gesagt, das ist hier so eine Ecke, in der kann man ganz schnell mal in Räume reingehen, in denen man schon fünfmal war und es überhaupt nicht raffen. Ich glaube, ich war hier wirklich schon mal. Na gut. Zögern wir es nicht länger raus und gehen einfach mal rüber. Ja, Shepard. Mach nochmal einen eleganten Hüpfer zur Seite. So, das Umgehen müssen wir auch nicht selber machen. Das wird gleich automatisch unternommen. Was haben wir denn hier Schönes?